Jo, warte, ich stehe hier drüben auf dem Stein. Auf der anderen Seite. Vom Fluss. Ja. Töten jetzt ein paar Tiere. Macht dann mehrere. Ja, hab ich gerade von der anderen Seite erschossen. Ja, geht doch so. Ich muss jetzt aufpassen, dass ich leichte Sätze schreibe, wenn ich Deutsch schreibe, weil sonst verstehen die mich nicht. Oder so. Kennst du Wayne? Wer ist denn Wayne? Ist das Wayne's World? Witzig, das ist so alt, Mathis. Funktioniert aber immer. Nein. Und mit diesen heiligen Wochen möchte ich schon mal wieder Hallo sagen an alle Zuschauer. Willkommen zu unserer heutigen Icarus-Folge. Rettungsaktion. Genau, wir sind auf Rettungsaktion. Warte, ich muss wohl ein paar Linien mitnehmen. Kann ich schon retten gehen? Linien. Fehlen mir nämlich noch. Die sind unterwegs auf die Rettungsaktion, jetzt wieder, von Alea, denn die war so dumm und hat sich mit einem Bären angelegt. Ich war nicht so dumm, ich hab mich mit einem Bären angelegt, sondern der Bär hat sich mit mir angelegt. Nein. So, erklär mir mal, Alea, wie kam das zustande, dass du so eine, wie soll ich sagen, unüberlegte Handlung getätigt hast? Kann man jemandem virtuell eine klatschen? Da habe ich nämlich gerade beschlossen. Runterlaufen. Nee, geht nicht. Das ist immer dieser Größenwahn, weil man meint, man kann alles. Ist das so, Alea? Hat Mathis recht mit dieser Annahme? Größenwahn, witzig, nein. Größenwahn? Das hat sehr nie den Bären angegriffen. Ich hab den Bären auch nicht angegriffen. Ja, hat sie doch eben gesagt, hörst du ihr nicht zu? Nein. Ich glaube, ich muss gleich jemanden erschießen, einfach um meine Anspannung rauszulassen. Ach, der rote Punkt ist das. Das ist schon blau. Der blaue Punkt weg, tatsächlich. Ja, der blaue Punkt ist unser Missionsziel. Papa läuft gerade in die falsche Richtung. Ja, ich weiß, weil da hinten geht es nicht weiter. Klar. Nein. Du bist doch vor dir. Wieder abbauen. Haben nichts mehr. Wo ist der hier? Macht das Teil. Brauchst du noch was? Ne, ich hab. Man muss nur für die Flasche zu füllen. Achso. Ja, sonst hätte ich hätte was bei gehabt. Du hast deine Flasche nicht vollgekriegt, oder? Nein. Es waren 100 Oxide drin, aber. Die sind auch weg. Ich hab ja so eine Spezialflasche. Hä? Ja, die fast mehr als die anderen. Ah, hast ja. du das nicht? Dirk, warum? Spring! Sei frei! Das war ein Witz. Du solltest dir nicht die Knochen brechen. Echt jetzt? Ich brauche nur 48 Sekunden, 2 Minuten, Stunden, Meter. Schnell, halt. Ich kann noch immer keine Pfeile machen. Ich kann Gitarre spielen, während ich warte. Nein. Oh ja, kannst du machen. Ja? Ja. Ja, warte. Ich hätte gern Highway to Hell. Klar, so bin ich auch, damit ich bin. Player has left the channel.
Wieso? So schlecht spiele ich gar nicht. Das hätte irgendwie doppelt dazu gepasst, weil es ja Highway to Hell und alle ja spielen. Ich hab sogar Not. Wie wär's? Tot. Genau, oder das? Vom Tod. Welche Flussseite liegst du denn? Weiß ich noch nicht. Liegt, wenn du auf die Karte guckst, also auf eurer. Sie ist der rote Punkt. Nee, der blaue. Aber nee, es sind alle so Lieder, da hörst du nicht raus, dass es das Lied ist. Das ist scheiße. Achso, du spielst dann ein Lied und man hört, kann nicht erkennen, dass du das Lied spielst. Das ist wirklich scheiße. Wir singen ja dazu. Singt auch noch. Oh nein, besser nicht. Ich bin multitaskingfähig. Nein, ich singe jetzt nicht. Das wäre mir neu. Ah, sing doch mal. Okay. Nee. Ja, sing auch mal. Doch, komm. Aber für das Lied brauche ich mein Kapo. Brauchst du ein Kapo? Ein Kapo darfst du. Weil das höher ist. Kapo Laster. Nimm doch einfach ein Kissen und leg dir das unterm Po. Dann bist du auch höher. Ja, ich hab mich gerade erschrocken, weil ich dachte, was macht das Spiel für komische Geräusche? Echt jetzt? Oder Dirk? Ja, wo ist denn der Bär jetzt? Zeig uns den Bär, wo hast du ihn versteckt? Nein, das tut sie nicht. Das ist noch ein Stück. Alea, das verbiete ich dir. Was? Was? Du sollst dir den Bären nicht zeigen. Du sollst sagen, wo der Bär ist, damit wir nicht da reinlaufen. Du kannst ja die Kamera nicht mehr drehen, wenn du tot bist. Du kannst nicht mehr nachgucken und Tipps geben. Nein, nur du kannst das. Ja, das könnte das. Ach so, nein, ja. Ich kann das auch nicht. Ich kann das. Ui, das klang aber schief. Ja, die ist auch gerade verstimmt. Ich bin auch ganz schön verstimmt, wenn ich das höre. Ih, nee. Papo kommt definitiv wieder ab. Kapo kommt wieder ab. Ah, jetzt kommt ja die Gitarre wieder schön. Aber tust du dich alles, um uns zu unterhalten, ne? Ja. Meine Ohren. Meine süßen Ohren. Die Katzen. Bist du laut? Nö. Ich kann nichts hören. Kannst du lauter spielen? Ja. Wirst du eigentlich bald da sein? Indem wir beim Gitarrenstimmen zuhören. Wir müssten eigentlich da sein, ja. Bin noch vorbeigelaufen. Alea, wo liegst du? Das ist eine gute Frage. Warte. Bei einem Bison, also einer Felswand. Einer Felswand, also unten. Ein Bison. Ist die verstimmt. Ah. Hä? Das ist doch die, oder? Oh, scheiße, nein, Bison, das ist nicht die. Wo bist du, Bison? Geh doch einfach die Felswände da. Ja, hier gibt's mehrere Felswände, so einfach ist das dann auch wieder nicht. Das Bison kannst du nicht mehr finden. Achso. Hab ich erlebt. Nein. Wölfe. Überschreibe ich mal. Jetzt ist es zu laut, Alea. Hast du sie wirbelig?
Nee, ich hab grad Wölfe gehabt. Ich guck grad, wo die ist. Ach, da. Zwei Stück liegen da. Dankeschön. Ich hab es gefunden. Ich hab einfach mal das, was auf dem Boden liegt, aufgehoben. War das okay? Ja, das war okay. So. Dennis. Ärger von meinen Eltern, weil ich das getan habe. Nee, ich finde das gut, dass du dich da auch überwunden hast. Ja. So, unsere Aufgabe ist, durchsuche die Absturzzone nach Trümmern. Man versteht nichts, die Musik ist so laut. Alle ja, wir spielen. Oh. Trümmern müssen wir finden, Leute. Ihr wolltet, dass ich spiele. Ja, nein. Da warst du ja auch tot. Jetzt bist du nicht mehr tot. Ach, das kann man ändern. Das stimmt auch wiederum. Oh, wir sind in der Absturzzone. Wir sind in der Absturzzone, ja. Nee, noch nicht ganz. Absturzzone ist, glaube ich, hier in der Nähe vom Wasser. Ich hab nicht gesagt. Muss ja nicht in der Nähe vom Wasser sein. Nee, hier oben ist das. Hast du den gefunden? Ey, ja, ich bin im Such gerade den gelben Kreis, weil ich in die falsche Richtung gelaufen bin. Wasser. Darüber müssen wir. Doch, das ist meine Gitarre perfekt bestimmt. Siehst du, da war das Todsein doch schon glatt wieder nützlich. Perfekt verstimmt. Eh stimmt. Ja, die klingt zwar schön, aber der Nachteil ist, die verstimmt sich ziemlich schnell. Sei dir Trümmer. Ich finde Wölfe, ich finde Lilien, aber ich finde keine Trümmer. Immer gut, Wölfe zu finden. Ja, ja, finde ich auch. Ich habe auch noch nicht genug Pfeile. Wo müssen wir denn hin? Da. Ihr Trümmer, also links von dem Fluss ist sehr unwahrscheinlich, dass das ist, weil da war ich eben. Die ist ja schon groß. Aber ich habe da ziemlich viel durchsucht. Okay. Links vom Fluss. Habt ihr was, was brennt? Das wird es wohl sein. Ich habe was gefunden. Auch ein Stachelschwein. Lalalalalala. Das liegt jetzt schon hier. Komm doch zu mir, alle. Ja, ich bin unterwegs. Ich bin da. Ich bin extra nicht reingelaufen. Ich bin auch nicht reingelaufen. Ja, bist wohl. Aber die hat einen Drum gemacht. Ich bin drüber gesprungen. Als ob das Spiel einen Unterschied macht zwischen drüberlaufen und drüber springen, ehrlich, alle. Aber ich? Springen. Ah, da sind sie. Ich will da drauf springen. Ah ja. Haben auch Hütchen fallen gelassen zum Markieren, siehst du? Das ist schon mal gut. That looks like it.
Feuerstein, Pfeile und Langbogen. Will den jemand haben? Die Feuerstein, Pfeile und Langbogen. Also ja. Langbogen meine ich. Feuerstein, Pfeile. Wir müssen noch weiter. Du hast ja noch nicht viel Muni. Willst du die haben? Brauch ich nicht. Okay. Wir müssen weiter zur zweiten Abschutzzone. Soll die sein? Noch weiter im Süden. Kann nicht sein, das ist viel zu weit weg. Ich jetzt. Oh wei, gutes Wetter kommt. Oh, was zu essen. Wassermelone, ich habe eine Wassermelone getragen. Oh. Bär. Mich hat er nicht gesehen. Ich bin dran vorbeigelaufen. Ui, sag doch, dass er rechts ist. Ach, der Bär. On your right side. Edge. Kommen wir da. Hi. Ich bin immer los. No? Stück weit. Bin ich so gut auszustatten? Nee? Ich nicht. Naja, okay. Ich meine. Ich sag immer so schön, Hauptsache er funktioniert. Ja. Dann ist doch alles okay. Ich mehr. Haha, das höre. Ja, das ist ein so geil hier. Der erste Möhre, die ich heute. Das stimmt allerdings. Ich habe auf dem Weg habe ich auch schon ein paar gesehen. Der dampft aber ganz schön, der Geist. Geist. Der steht da. Ich? Ich habe auch einen Baum hingekommen. Bin ich aufgestockt. Das Schaf. Was für ein Schaf? Ich hab das Schaf noch hier erlegen. Also der Bär, der ist tot. Ich übernehme mich. Deine Zeit kommt wieder. Der ist mir halt einfach in die Arme gelaufen. Ja, ja, ja. Wir sind da rechts drüber gelaufen. Da. Ich hab irgendwie das Gefühl, Alea belügt uns. Tu ich nicht, das ist jetzt wirklich mal mein Ernst. Das ist die Unwahrheit. Ein Unterschied, erst. Richtig, so deine Tochter als Grabenvater. Ja, klar. Hier ist es dunkel. Aber ganz nicht. Das ist nicht deine Unwetter. Ja. Brauchst du noch
Oxid? Ich brauche eigentlich kein Oxid, ich habe das nur jetzt gesammelt, damit ich das, wenn wir zurückkommen, wieder voll machen kann. Okay. Die Flasche ist zwar nicht voll, aber für die paar Minuten. Nur spielen hier auf dem Dings hier. Muss das reichen. War nur ein Feld. Ich folge dem. Das reicht. Schau mal da. Möhren. Ui. Obstsalat. Sturm geht vorbei. Ich bin angekommen. Ich such mal nach links. Ich hab einen Wolf gefunden, aber noch nichts anderes. Was ich irgendwie cool finden würde, wenn wir jetzt NPCs finden würden. Das wird irgendwie. Das hätte was. NPCs? Mhm. Lausch. Könnte sein, dass auf der linken Seite Richtung Berg ein Bär ist. Ja, ist ein Bär positiv. Wie, der Bär hat Corona? Hä? Wieso Corona? Du hast gesagt positiv. Ach so, positiv. Stimmt, jetzt wo du es sagst. Ich hab nur das dumme Gefühl, dass wir genau dahin müssen. Also ich suche gerade rechts ab. Finde nicht. Ja, irgendwie haben das Gebiet jetzt eigentlich schon fast komplett abgesucht. Bis auf dieses Tal, wo der Bär davor sitzt. Markier mal. Ah, ich hab's gefunden. Ich hab's gefunden. Es ist nicht, wo der Bär ist. Setz mal einen Marker. Ja, ich muss noch bis da laufen. Wäre ja auch voll uncool, wenn er jetzt
genau da an der Stelle ein Bär wäre. Das stimmt wohl. Setz mal einen Marker. Ja, ich bin noch dabei. So, ich hab gesetzt. So, Ronny hat dich gesetzt. Okay. Gibt's eine Trompete drin? The debris has das mit? Impact markings that got nothing to do with that crash. Gegengift passt. Something hit that bird on its way down. Hast du mitgenommen? Something big and fast. Ja, something big. Concerning. Ja. Also irgendwas hat anscheinend das Raumschiff angegriffen. Ich weiß, wer es war. So. Das warst du, Papa. Die letzte Abschlussstelle. Gelber Marker. Alles klar. Wir sind die Hasen gerade, wir hüpfen rum. Hüpfen hier rum. Dunkel. Dunkel im Dunkel. Da ist der gute Munker. Sind die super jetzt? Mhm. Sind fast schon Kängurus so hoch hüpfen wir. Ah, ich muss mal. Kacke. Baum. Müssen wir die nächste Abschlussstelle suchen? Oh, die ist in der Wüste. Ja, die ist in der Wüste. Egal, ich laufe so nach Tom. Ich hab ja keine Ahnung zu finden. Ich auch nicht. Ich schon. Solange wir nicht ins Eisgebiet müssen. Das ist gut. Gibt's doch nicht. Wo bleibt ihr? Wollen Komm schnell auf. Sein. Zebra. Ein Wanderbra. Lass mal den Wolf ausnehmen, dann komme ich. Müssen wir jetzt auf. Das kann ich ja auch wegschmeißen. Ah, da. Anderen Tiere da aufpassen, ne? Skorpione. Ich habe bis jetzt noch keinen hier gesehen in dem Bereich. Ja, ich auch nicht. Ich habe nur meinen Zebra gesehen. Ja, hab ich auch. Zabratz. Zabratz. Ein paar Kokosnüsse. Also ich bin fast da. Ja, finde ich gut. Tja, bevor wir zur letzten Abschlussstelle kommen, enden wir nochmal die Folge. Ich danke euch fürs Zusehen. Tschüss. Letzten Abschlussstelle.